Saison zu Ende geht, sollten wir einmal über deine nicht so überzeugende Leistung sprechen. Mein Job ist es, für dich zu verhandeln. Aber du machst es mir nicht einfach. Und meine eigene Karriere tut das auch nicht gut. Also halt dich ran. Zu unser beider Vorteil. So, hallo erstmal hier auf meinem Kanal. Wir schreiben die zweite Saison hier in Formel 1. Meine Karriere. Und hier seht ihr die Fahrertransfers. Lewis Hamilton wechselt nach Red Bull und Verstappen geht. Killer Bear ist gewechselt zu McLaren und ersetzt Hamilton. Max Verstappen wechselt zu Williams und ersetzt Russell. Russell wechselt zu Haas und Grosjean geht. Er hört auf. Sainz wurde von McLaren unter Vertrag genommen und ersetzt Killer Bear. Ja, das sind die Wechsel oder Abgänge von Formel 1, die zweite Saison hier, die Karriere. Hamilton, der Weltmeister, wechselt nach Red Bull und ich ersetze Hamilton bei McLaren, bei den Silberpfeil. Ja, und jetzt gleich geht es los, das erste Mal in der Qualifying mit dem Silberpfeil, mit mir. Und dann sind wir mal gespannt, wie ich mich so mache bei Silberpfeil. Vielleicht läuft es da viel besser wie in McLaren, mal schauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich unterstützt, mich anfeuert. Ja, dann sehen wir uns jetzt gleich in Qualifying. Bis gleich, liebe Leute. Wir beginnen jeden Moment mit der heutigen Qualifying Session hier in Melbourne beim Grand Prix von Australien. Diese Strecke mit ihren vielen langsamen Kurvenausgängen war schon immer eine starke Belastung für die Hinterreifen. Hier zählen sowohl die Eigenschaften des Fahrzeugs als auch der Fahrstil. Es gibt eine Reihe von langsamen Kurvenausfahrten, bei denen die Hinterreifen jede Menge Energie übertragen. Die Fahrer müssen geschickt mit dem Gas spielen, damit die Reifen nicht zu sehr durchdrehen. Sonst besteht Rutsch- und Überhitzungsgefahr und die Reifen können stark verschleißen. Hallo liebe Leute, hier bei Formel 1 2019 Karriere, hier in Australien, die zweite Saison, halt die Klappe, mein Gott, immer Leute, die dazwischen labern müssen, so, sind nach Silberpfeil gewechselt, ja und heute kommt es drauf an, mal gucken, ich habe jetzt mein Headset so eingestellt, das ist eigentlich, dass ihr mich eigentlich noch hören müsst, aber ich weiß es nicht, weil ich kann es erst später herausfinden. So, fahren wir mal raus und gucken mal, welche Zeit wir hinlegen.
So ganz zufrieden bin ich nicht. Aber es geht. So, wenn ich anderen nehmen können, aber... Geil. Das müssen wir uns angucken. Eigentlich eine super Zeit hingelegt. 1,24. Wow. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1,24,0. Schauen. Klar hat er mich schmackverzappen im Williams Fahrzeug geknackt. Ey. Egal, kann ich mit leben. Lukas Weber hinter mir, ey, die Williams, die hauen hier auf die Kacke. Ey. Mhm. Ja, dritter, okay, komm. Kann ich mit leben mit dem dritten Platz. Hauptsache, sind im zweiten Qualifying drunter, das ist die Hauptsache. Beide Mercedes gleichzeitig 3 und 4 Platz. So geil. Und guck mal, wie knapp, ey. Oh, ich bin zufrieden. Aber Williams? Boah, die hauen hier auf der Kacke. Leute, das wird hier spannend. Das wird hier spannend. Guckt euch das an. Es wird bei dieser zweiten Saison so ablaufen, denke ich mir mal, dass Mercedes oben mitfährt, Ferrari oben mitfährt, Red Bull mit oben mitfährt. Und Williams, vier Fahrerlager, wie man sagt, fahren oben mit. Ey, das wird hammer hart. Echt. Das wird echt heftig. Da gehen wir jetzt in den zweiten Qualifying rein und gucken, wie wir uns da abschneiden. Komm, raus. Habe ich zu lange auf dem Bremsenbaumstück getreten. Viel zu lange, glaube ich. Da war ich zu kurz auf der Bremse. Das gibt Zeiten. Bin ich gespannt. Ja, 24, 25. 2 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus.
wegwischen. Bist du zufrieden damit? Ich fahre. Okay, das war jetzt. Da wollte ich nicht zu viel einlenken, dass der Wagen mir ausbricht, ne? Und zack, bumm. Ja, super. Komm. Müssen wir nochmal. Bringt nix. Bringt eigentlich nix. Das war nicht gut. Nee. Das müssen wir nochmal machen. Schön. Ah, schön die Kurve genommen. Schock. Schon schnell der Überfall. Leck mich mit Füßen. Hat schon Power. Man muss nur wissen, wie man den fährt. Ja, es geht doch. Es geht doch. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1 Minute 23,9. Ja, ist doch nicht wahr. Jetzt hauen die alle da auf einmal 1,23 raus. Hallo? Gibt's noch? Egal, Qualifying 3 haben wir erreicht mit Silberfall. Das ist, was ich eigentlich erreichen wollte. Jetzt haben wir noch Lukas Weber dabei, Max Verstappen, Bottas, Gasly, Hamilton, der Weltmeister, Perez, Leclerc und Vettel und Butler. Das wird lustig. To qualify. Jetzt geht's um die Wurst. Wer fährt vorne an? Wer führt das Team an? Oder das Feld? Ja, bin ich mal selber gespannt. Ding 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 ding
Schnellste Runde, ich weiß. Mal gucken, wie lang. Oh, schade, kriege ich die leider nicht hin. Oh, Max Verstappen. Bitte nicht, bitte nicht. Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere Top. Verstappen, ein Mercedes und Pierre Gasly. Mit dem Ende des Qualifyings ist unsere Startaufstellung nun komplett für das große Rennen. Seien Sie morgen unbedingt mit dabei, denn es wird zweifelsfrei ein fantastisches Event. Vettel 7., Hamilton, der Weltmeister, ist 5., Lukas Weber, der sich verdammt gut gemacht hat, ist auf dem 4., Gasly macht sich auch verdammt gut. Auf dem 3., das wird eine WM, das wird eine WM. Aber jetzt sind wir hier erstmal in Australien und sind gleich gespannt im Rennen, wie es da läuft. Oh, ich bin auch gespannt, Leute. Das Rennen wird mit Spannung erwartet und der Ort, den wir alle nur allzu gut kennen, muss diesen Erwartungen gerecht werden. Albert Park. Hier beim großen Preis von Australien beginnt für uns die Geschichte dieser Saison. Lassen Sie uns das erste Kapitel gemeinsam schreiben. Die Strecke in Melbourne ist wirklich ernst zu nehmen. Durch die Kombination aus rutschigen Oberflächen und schwierigen Kurven werden Überholmanöver um einiges heikler. Eigentlich funktioniert es nur in den DRS-Zonen oder halt, wenn der Gegner vorher einen Fehler macht. Beim heutigen Rennen wird uns Stefan Römer begleiten. Schön, dich zu sehen. Was denkst du über das Rennen und wie sind die Bedingungen auf der Strecke? Die Strecke sieht ziemlich sauber aus, aber ich mache mir Sorgen um die Temperatur. Es ist ziemlich kalt da draußen. Dadurch könnten einige Teams Schwierigkeiten haben, die Reifen im richtigen Betriebsbereich zu halten. Die Autos, die ihre Reifen wirklich stark beanspruchen und dadurch mehr Wärme erzeugen, werden weniger Probleme bekommen. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von Pole. Und daneben steht ein Mercedes. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Gasly, Weber, Lewis Hamilton und Butler, Vettel, Bottas, Perez und Charles Leclerc, Magnussen, Russell, Kimi Räikkönen und Ricciardo. Sainz Junior, Hülkenberg, Alexander Albon und Antonio Giovinazzi. Norris und Lance Stroll startet am Ende der Startaufstellung. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schauen. Denk daran, der Weg bis Kurve 1 ist nicht sehr lang. Die Kurve bietet etwas Platz, aber geh keine Risiken ein. Kann sein, dass Gegner versuchen werden, dich innen zu überholen. So, liebe Leute, vergessen euch was zu sagen. Und das wäre, dass ich jetzt auf Schwierigkeitsstufe 70 seit Anfang, seit Saison 2, wo ich jetzt angefangen habe, seit Training bis jetzt. Und dass ich jetzt auch mal mit dem Auskuppeln-Knopf mache, das heißt mit dem X-Knopf, versuche mal, vielleicht hilft das ja mir. Mal schauen. Fangen wir mal an. Ja klar, das sind immer schneller. Müssen wir mitnehmen. Nein, Wagen halte ich. Dein Frontflügel hat etwas abbekommen. Scheint nur dreckfügig zu sein, aber geh es etwas ruhiger an, um das Problem nicht zu verschlimmern. Scheiße, ich kann jetzt nicht gucken. Siehst du, oder?
ruhiger mehr, komm mal ruhiger. Nein, 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 nein. Das war ja klar, der kommt doch vorbei geschossen, ey. Boah, was läuft denn hier ab, ey? Ja klar, hast du das gesehen? Box, wir passen die Strategie. Hast du das gesehen, die Sau? Hast du toll gemacht, hast du toll gemacht. Ja, fahr mir auch noch rein, dass ich mich noch mal drehe. Warum krieg ich... Einfluss zu Russell. Er hat ein ernsthaftes Problem mit dem Auto. Anscheinend muss er aufgeben. Und krieg 5 Sekunden Strafe für was? Alter, ich kann nicht bremsen. Toll, jetzt ist der vor mir. Valtteri ist in die Boxengasse abgebogen. Valtteri an der Box. Alter, das ist doch eine Schweinerei jetzt gewesen. Ja, willst du mal anfangen? Wenn man nicht. Boah. Fertig, los jetzt! Boah, ey, ich hasse das, weißt du? Von hinten wird dir draufgefahren, ey. Und dann drehst du dich so halb, wo du nichts für kannst. Dann fällt dir noch einer drauf. Dann drehst du dich nochmal und kriegst 5 Sekunden Strafe als Dankeschön. Wo sollte ich denn hinfahren? Ich gucke ja nirgendwo mehr. Wir sind jetzt in Runde 3. Das DRS wurde aktiviert. Ach, geht mir am Arsch. Reduziere den IRS-Einsatz.
Abstand zum Auto vor dir beträgt 18,9 Sekunden. Könnte jetzt nicht irgendwie Safety-Car kommen. Das wäre doch geil gewesen. Alter, den Kurvenkrieg zu verrecken, nie in die Schicht. Mann, ey, so gut, und dann wird der hinten raufgefahren. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 16,2 Sekunden. Batterie ist fast leer. Wenn wir den ERS-Einsatz runterdrehen, gewinnen wir mehr Energie zurück. Ich muss ja Tempo machen, ey. Du Honk. Auf der Strecke. Das virtuelle Safety Car ist auf der Strecke. Geil. Wir müssen hier ein positives Delta beibehalten. Langsamer werden. Positives Delta beibehalten. Drossle deine Geschwindigkeit. Unser Delta ist zu niedrig. Damit riskieren wir eine Strafe. Verringere sofort dein Tempo. Safety Car Phase endet. Tempo bis zu den grünen Flaggen beibehalten. VSC endet. Auf grüne Flaggen warten. Grüne Flagge. Gelbe Flagge. Vor dir ist jemand von der Strecke geflogen. Gelbe Flaggen voraus. Oh, war das ein Ferrari? Nee, einfach nur. Tut mir leid. Ich
Reifen. Abstand zum Auto vor uns beträgt 14,0 Sekunden. Magnussen ist soeben an die Box gefahren. So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 13,0 Sekunden. Wir müssen die Batterie laden. Das Update zum Thema Reifen. Von unserer Seite sieht alles astrein aus. Sag Bescheid, falls du Probleme bemerkst. Also. Abstand zum Auto vor dir beträgt 3,4 Sekunden. Kommen wir mit dem Benzin noch raus.
Wagen vor dir ein, aber denk daran, dass wir das Rennen mit diesen Reifen zu Ende fahren müssen. Weiter vor. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Schneller. Glaube ich, dass sie das Problem lösen konnten. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde.
musst du mir jetzt wegrutschen. Als hättest du die Streckenbegrenzungen nicht eingehalten. Wir haben gerade 3 Strafsekunden erhalten. Ah, ja. Das ist sicherlich ein enttäuschendes Resultat. Aber wir werden versuchen, beim nächsten Mal zurückzuschlagen. Ein wohlverdienter Sieg für Williams nach diesem atemberaubenden Grand Prix. Sag mir, Stefan, wie konnten Sie diesen Sieg erringen? Ich denke, dass das Resultat größtenteils dem Temperament geschuldet ist. Er hat es einfach geschafft, kühlen Kopf zu bewahren, als alle anderen die Fassung verloren haben und dadurch das Maximum aus dem Auto rausgeholt und die Strategie optimiert. Mehr oder weniger, Lukas ohne Probleme. Und hier sind Sie auf dem Weg zum Podest. Ein hart erkämpfter Sieg heute für das Team, den es mit Sicherheit richtig auskosten wird. Der Gewinner von heute, Team Williams. Aber ich kann sagen, ich habe das Rennen mal beendet. Nicht so wie bei der letzten Saison, ich die Karre irgendwann gegen die Wand gesetzt habe, sondern wir sind bis zum Ende gekommen. Aber ich hätte ja auch oben stehen können, wäre der Blödmann mir hinten nicht draufgefahren. Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Max Verstappen führt nun in der Fahrer-Weltmeisterschaft. Also Stefan, lass uns darüber sprechen, wer heute zu den Kandidaten für den Fahrer des Tages zählt. Als Fahrer des Tages würde ich vermutlich Lando Norris wählen. Er ist seinem Ruf absolut gerecht geworden und ich denke, dass er zu Recht voller Stolz nach Hause geht. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Williams führt jetzt in der WM. Ich bin gleichermaßen erschöpft und aufgedreht nach diesem Formel 1 Wochenende. Seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei. Oh Mann. Racing Point, Butler hat sich den Börsenplatz gegeben. Gut ab, ich freue mich für ihn. Lukas Weber, klar. Wow. McLaren, wo ich gefahren bin. Letzte Saison. 9 und 10. Ja, kann sich sehen lassen. Da ich mit meiner 3 Sekunden Strafe leider auf 17 gerutscht dabei, aber egal. Ich war Zweiter beim Start, bis einer meinte, auf den falschen Meinen drauf. Kimi Räikkönen ist raus, Russell ist raus. Ja. Schon ein bisschen traurig auf einer Hand. Aber naja. Was willst du machen, was willst du ändern? Da kannst du einfach nicht mehr. Da kannst du nur sagen, komm. Nächstes Rennen wird besser. Aber guckt euch an, Williams. Oben. Fett rum mit. Racing Point. Krass. Ich sag ja, wie sehr er wird haben. Und liebe Leute, das war jetzt echt von mir, war Pech, dass ich ja hinten war. Ich musste auf alles riskieren, um überhaupt vorne mitzukommen. Klar, dass ich jetzt von der Strecke gekommen bin und dann nochmal die Strafe kassiert habe, ist doof gelaufen, aber so ist das. Da machst du nichts. Da machst du nichts, aber naja. Warte mal. Es wird noch eine geile Saison. Verlasst euch mal. Ich weiß nicht, Bahrain, das nächste Rennen. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wieder einschaltet. Na, dann verabschiede ich mich hier auch von euch erstmal. Danke mich herzlich, dass ihr zugeguckt habt und sag mal bis zum nächsten Mal. Ciao.